Was ist ein Elektromagnet? Ein Elektromagneten zu verstehen, ist ein ganz wichtiger Schritt im Lernprozess von Magnetismus, magnetischen Wirkungen, Induktion bis hin zu den wichtigen Anwendungen der Elektrodynamik im Alltag, in der Technik, in der Industrie, überall. Überall sind wir davon umgeben. Und ich darf euch jetzt Experimente hin zum Verständnis des Elektromagneten vorstellen. Es sind Experimente von einer Lehrerin und einem Lehrer, mir, und etwa 10 Schülern aus 2 Klassen. Es ist also eine schöne gemeinsame Entdeckungsreise durch die Physik mit dem Ziel, mehr über den Elektromagneten zu wissen. Zunächst, wie sieht das Magnetfeld einer Spule überhaupt aus? Wir kennen das Magnetfeld eines langen, stromführenden Drahtes. Mit der rechten Faustregel bestimmen wir die Richtung des Magnetfeldes, wenn die Stromrichtung gegeben ist. Und wenn wir den Draht zu einer Spule wickeln, dann hat eben diese Spule auch ein Magnetfeld. Wie sieht das aus? Das wird erklärt in einer sehr schönen App von CG Physics. Deswegen möchte ich hier nicht näher drauf eingehen. Das Ergebnis ist jedenfalls, dass das Magnetfeld einer langen Spule parallel zur Spulenachse geht und homogen ist. Das heißt, die Feldlinien sind lauter parallele Linien, so wie wir uns das auch im Innern eines Dauermagneten vorstellen. Nachdem das geklärt ist, empfehle ich als Wiederholung einen kurzen Blick zurück zu unserem Induktionsversuch. Mehr möchte ich dazu aber jetzt nicht sagen. Quellen sind in der Beschreibung dieses Videos unten drin. Jetzt schließen wir die Spule an eine Stromquelle an und wir untersuchen die Wechselwirkung zwischen dieser stromführenden Spule und einem Dauermagneten. Und hier ist der Aufbau des Experiments. Hier haben wir die Stromquelle, das Netzgerät. Hier eine Spule, die ist fest montiert. Dann haben wir hier die Stromkabel zur Versorgung. Dann haben wir hier den Dauermagneten, das ist so ein Neodym-Magnet. Der ist als Pendel aufgehängt. Hier ist die Aufhängung. Strom wird hochgedreht. 0,5 Ampere. Bei unter 2 Ampere ist bereits der Magnet und die Spule vollkommen beieinander. Exakt gleiches Experiment, Vorsicht, erst Magnet noch beruhigen, mit umgekehrter Polarität. Wie wird jetzt der Magnet reagieren? Er müsste jetzt abgestoßen werden. Schauen wir uns an, wie reagiert er? Pendelt er weg oder macht er was anderes? Achtung, Strom kommt. Ah. Was haben wir gesehen? Der Magnet, der als Pendel aufgehängt ist, kann von der Spule angezogen werden, also in die Spule reingezogen werden oder von der Spule abgestoßen werden. Und wenn er abgestoßen wird, pendelt er nicht einfach weg, sondern er dreht sich stattdessen um und wird dann freilich reingezogen. Und das ist übrigens auch interessante Physik, das ist nämlich der Weg der geringeren Energie, den er wählt. Wir haben die Wechselwirkung untersucht zwischen einer stromführenden Spule und einem Dauermagneten. Jetzt gehen wir über zu einer praktischeren Anwendung, nämlich der Wechselwirkung zwischen einer stromführenden Spule und einem Stück Eisen, denn wir wollen zum Elektromagneten kommen. Und wir gehen außerdem über zu richtigen Komponenten, nämlich eine Spule mit vielen Windungen, denn wir wollen auch richtige Kräfte beobachten, wie sie in der Praxis, zum Beispiel in der Industrie, eingesetzt werden können. Wir haben gesehen, dass eine Spule, die stromdurchflossen ist, einen Magneten in sich reinziehen kann, dass sie also wie ein Magnet wirkt. Und wenn aber eine stromdurchflossene Spule tatsächlich ein Magnet ist, dann müsste sie auch in der Lage sein, ein Eisenteil anzuziehen, also ein Stück, das nicht selbst ein Magnet ist, aber magnetisch, also ferromagnetisch, wie wir gelernt haben. Hier haben wir jetzt die Spule. Hier haben wir das Stück Eisen, das habe ich hier so direkt vor der Spule geparkt, um zu sehen, ob da eine Kraft ist, die es in die Spule reinzieht. Und hier ist das Netzgerät. Ich drehe jetzt gleich den Strom auf und wir schauen uns an, was passiert. Achtung, halten wir mal genau an diese Öffnung hin. Wurde also deutlich reingezogen. So, jetzt. Der Strom wird jetzt aufgeladen und somit bewegt sich halt der Magnet nach rechts durch die Spannung des Stroms. Der Strom wird eingeschaltet und wenn die Spule Strom führt, zieht die den Magneten rein. Warum reißt es nicht raus?
Nochmal? Komma ist nochmal im Magnet. Mal jetzt ganz. Tschüss, diese Dinge sind schwerer als ich. Zuerst legen wir die Stück Eisen in der bisschen Hefte in der Spule. Und danach bringen wir den Strom. Und danach verschwindet die Stück Eisen in der Spule. Ja. Los geht's. Also ich lege zuerst den Magnet zur Hälfte rein und drehe ein bisschen links. Und dann sieht man, dass es reingerutscht ist. So, bitte nochmal das gleiche machen. Ja. So, und jetzt drehst du den Strom auf, sag an. Ich habe aufgenommen und es ist reingeflutscht. Nochmal, damit ganz schnell. Strom auf. Und zack. Was haben wir gesehen? Wenn das Stück Eisen direkt an der Spule platziert ist, so auf Rollen, und der Strom wird eingeschaltet, dann wird sofort reingezogen. Wir haben auch gesehen, es muss relativ nah an der Spule sein, damit es überhaupt funktioniert. Wenn es ein Zentimeter weg ist oder so, dann klappt es nicht. Wenn aber das Stück Eisen schon zur Hälfte drin ist in der Spule, dann wird es mit richtig großer Kraft reingezogen, dann flutscht es rein. Interessant auch, wir haben festgestellt, ist eigentlich ganz logisch, ist das Eisen einmal drin im Magneten und der Strom ist an und du willst es rausziehen, dann wird es elastisch wie an so einer Feder festgehalten. Dazu gibt es nachher noch mehr in diesem Video. Wir sind in der Physik immer an Kräften interessiert und deshalb wollen wir jetzt die Kraft, mit der dieses Eisenstück reingezogen wird, bestimmen. Und dazu machen wir die Anordnung jetzt vertikal und wir hängen das Eisenstück an einer Federwaage auf. So, jetzt ganz ähnliches Experiment wie eben. Jetzt wollen wir mal schauen, wie die Kraft wirkt, wenn der Magnet schon ein bisschen weiter drin ist. Denn wir haben ja gesehen, wenn er weiter drin ist, ist größere Kraft. Jetzt hängt er ungefähr 1 cm in der Spule. Jetzt bitte mal aufdrehen. Dreh mal richtig auf. Und was merkst du für eine Kraft? Hast du die Kraft gemerkt? Jetzt bitte nochmal zurückdrehen. Und jetzt schaue ich mal genau auf diese Federwaage. So, mal stellen wir scharf auf die Federwaage. Das steht jetzt bei ungefähr etwas unter 6. Jetzt bitte nochmal aufdrehen. So, und jetzt steht es bei 10, es ist praktisch Vollausschlag. Unser Ergebnis, die Anziehungskraft an diesem Kran mit der Federwaage, liegt in der Größenordnung des Gewichts des Eisenstücks. Nächstes Experiment. Wir sehen uns jetzt die Wirkung der Spule an, wenn das Eisenstück schon drin ist, wenn also die Spule einen Eisenkern hat. Also schauen wir jetzt auf die Wirkung von Spule mit Eisenstück auf ein anderes Eisenstück. Die Idee davon kommt eigentlich von unserem Stationenlernen. Wir haben zum Beispiel mit einem Magneten einen Nagel magnetisiert und mit diesem Nagel haben wir dann Eisenspäne aus Kupfer rausgeholt. Diese Erfahrungen wollen wir jetzt in unsere Experimente mit der Spule reinstecken. Ja, und auf dem Weg kommen wir dann zum Elektromagneten. Und das ist der Versuchsaufbau. Hier unten eine Spule, unsere Spule. Da steht jetzt drin, weil alles vertikal ist, der Eisenkern. Und das ist nichts anderes als unser vorheriges Probe-Eisenstück. So, und obendrauf steht jetzt ein Eisenstück und das ist oben an einem Haken mit einer Federwaage aufgehängt. Und wir können jetzt die Kraft messen, die wir brauchen, um dieses Eisenstück, was da steht, hochzuziehen. Und zwar einmal bei abgeschaltetem Strom, das heißt keine Anziehung und wir messen einfach das Gewicht und dann mit Anziehung. Also wenn wir den Strom eingeschaltet haben und wir werden sehen, dass wir auf diese Weise diesen Eisenkern hier aus der Spule rausziehen. Jetzt machen wir nochmal den Versuch, die magnetische Kraft, die Kraft des Elektromagneten mit Eisenkern. Bitte unseren Probemagneten mal kurz hochheben. So, wir sehen jetzt hier, dass in der Spule auch so ein Stück Eisen drin ist. Ich nenne das jetzt einfach den Eisenkern. So, jetzt den Probemagneten bitte absetzen. Und jetzt Probemagneten mal langsam hochheben. Ich würde gern sehen, wie schwer er ist. Wir sehen hier eine Anzeige von 5, 6 Newton. So, jetzt den Probemagneten bitte wieder runterlassen. So, was machen wir jetzt? Jetzt erstmal das Aufdrehen. Bitte lauter. Na, erstmal das Aufdrehen. Was drehen wir auf? Wir drehen den Strom auf. Den Strom, genau.
Also drehen wir Strom auf. So. Was machen wir jetzt? Den Magneten da anheben. Wir heben den Magneten langsam an und gucken, was passiert. Und vor allem, was für eine Kraft wir hier haben. Was lesen wir hier ab? Lies mal bitte. 19, 18 Newton. 19 Newton. 19 Newton und der ist jetzt ein Stückchen raus. Und jetzt heb mal noch einen Zentimeter an. Was lesen wir ab? Ja, so 17 Newton. Er ist ein Stückchen raus. Er ist weiter raus jetzt. Noch ein bisschen anheben. Jetzt ist er 5 cm draußen. Wir lesen hier ab eine Kraft von, Moment, ich versuch's mal deutlich zu machen. 16, 15. 16 Newton, 15 Newton ungefähr, gut. Und jetzt, sehr gut. Okay, nochmal das Spiel gerade wiederholen. Sag mal an, was wir alles machen. Ja, also wir setzen diesen Magneten da drauf und dann wird es hochgehoben und dann fällt er irgendwann ab, weil der nicht mehr magnetisch ist. Richtig. Jetzt steckt in der Spule ein Eisenkern. Den mal bitte hochheben. Also nicht den Eisenkern, sondern unser Probeeisenstück. Wir sehen in der Spule hier den Eisenkern. Bitte nochmal hochheben. So, gut. Wir schauen jetzt mal schnell an der Federwaage. Das ist jetzt eingestellt auf 30 Newton Maximum. Wir sind jetzt hier bei etwa 6 Newton. So, jetzt mal bitte wieder runterlassen auf den Eisenkern. So, prima. Und jetzt bitte den Strom aufdrehen. Ganz aufdrehen. Und jetzt bitte hochziehen und ich beobachte die Federwaage. Wir sehen, das ist ganz schön Widerstand da. Achtung, jetzt hältst du stabil. Jetzt bitte so lassen. Wir sind jetzt bei 18 Newton. Und jetzt bitte weiter hoch. Achtung, was jetzt passieren wird, wenn du jetzt weiter hochziehst, was wird dann passieren? Kann es jemand sagen? Und dann, was passiert dann plötzlich? Zieh mal hoch. Zieh mal hoch. Richtig, er ist abgefallen. Und es liegt nicht mehr, da er nicht so drin ist, deshalb ist er nicht mehr magnetisch. Sag nochmal. Da er nicht mehr in der Spule drin ist, ja, ist er dann halt nicht mehr magnetisch, da er so hoch war. Genau, da er so weit rausgezogen war, ist er nicht mehr magnetisch und dann fällt es ab. Gut, danke. Was lernen wir aus dem Experiment? Wenn wir mit Hilfe dieses magnetischen Probeeisens den Eisenkern aus der stromführenden Spule rausziehen wollen, dann beträgt beim Abreißen die Kraft zwischen Kern und Probestück ungefähr 16 Newton. Das ist also viermal mehr als die maximale Kraft bei der leeren, nackten Spule, die also nur mit Luft gefüllt war. Wir sehen also auf jeden Fall qualitativ die Verstärkung der Anziehungskraft durch den Eisenkern. Wir wollen jetzt nicht die einzelnen Kräfte genau bestimmen. Dazu war dieses Experiment nicht gedacht. Das war jetzt ein Demo-Experiment. Was wir jetzt nicht gemessen haben, das ist die Kraft, die wir gebraucht hätten, um das Probeeisen loszureißen, wenn der Eisenkern in der Spule fixiert gewesen wäre. Also wenn die Spule und der Eisenkern einen richtigen Elektromagneten gebildet hätten. Und dazu wäre die Federwaage nicht geeignet gewesen. Dazu hätte man ein Gewicht nehmen müssen. Und die Kraft, wir haben es ausprobiert durch Dranziehen, liegt bei einigen Kilo, also ungefähr 30 bis 50 Newton vielleicht. Und damit eine ganze Größenordnung höher als die Anziehungskraft der leeren Spule. Das nächste Experiment gehört eigentlich vom Thema her zu einem früheren Experiment in dem Video, nämlich zum Experiment mit der Schnecke. Denn es geht darum, dass ein magnetisches Material, also ferromagnetisches Material, in eine Spule reingezogen wird. Aber jetzt benutzen wir den Effekt mal etwas anders. Versuch Nummer 1, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Maurice fängt in der Mitte an und führt die Spule langsam nach rechts oder links. Strom auf, Strom aufdrehen. Strom auf. Ist der Strom ganz aufgedreht? Ja. Wir sehen, es wird mitgeführt, ja? Andere Seite. Gut, jetzt Stopp. Strom ab. Jetzt die Spule ans eine Ende tun. Also auf die Seite. Oder egal. So. Aber und so machen, dass er ein bisschen Luft hat zum Bewegen. Strom ab erstmal.
noch ein bisschen Richtung Andrehe das ganze Ding fahren. Ach so, das rollt jetzt runter. Ja, deswegen haben wir die Schaltungssperre gemacht. Jetzt auf die eine Seite mit der Spule, wenn Strom aus ist. Und jetzt Strom an. Nee. Nicht mitfahren. Also, okay. Auf die eine Seite, wenn Strom aus ist. So, ja. Ganz davor. Ganz davor. Ja, okay. Und jetzt Strom an. So, seht ihr, es will in die Mitte. Es will sich so einrichten, dass es in der Mitte ist. Das war's. Ja, nee, das Ding ist schon schwer genug. Das ist witzig, ne? Ja. Wenn die Bahn so länger, dann würde es durch. Viel länger, genau. Ja, und dann brauchen wir noch so welche Seitendinge, da haben wir eine Eisenbahn. Könnten wir machen. Oh, holen Sie welche. Da war eine Eisenbahn. Immer mal später. Magneten anmachen bei Experiment Tustav. Okay. Und wir schauen, was dieser Magnet hier haben will. Ob er in der Mitte oder hier bleiben wird. Genau. So, es setzt sich in Bewegung, stimmt? Ja. Du hältst die Spule ja so, dass die Eisenstange nicht berührt, ne? Ja. Genau, wunderbar. Vielleicht nochmal den Versuch durchführen. Strom mal vielleicht ab. Nochmal ab. Und jetzt zur Abwechslung mal vielleicht die Spule hier hin, auf die Seite. So, so halten, dass nicht berührt. Und jetzt Strom an. Na also. Wunderbar, gut gemacht. Das war's bei Lifehack Experiment Tustav 3.0. Super, danke. Was haben wir gesehen? Eine Eisenstange geht durch eine stromführende Spule. Wir können die Spule hin und her bewegen und die Eisenstange folgt. Wenn wir die Spule bewegen, hinkt die Eisenstange immer so ein bisschen nach, aber der Endzustand ist immer der, dass die Eisenstange mittig zur Spule liegt. Die Spule will die Eisenstange also so haben, dass sie sie im Zentrum umschließt. Das ist also ein tolles Ergebnis und glaubt mir, da gibt es auch ganz viele technische Anwendungen davon. Wir können also, wenn das jetzt mal die Eisenstange ist, die Eisenstange bewegen, indem wir die Spule rumführen. Wir bewegen die Spule und die Eisenstange kommt nach. Ja, so elastisch. Die kommt immer hinterher. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Wir dürfen das nicht verwechseln mit unserer Wirbelstrombremse. Bei der Wirbelstrombremse haben wir ja damit anschaulich gezeigt, haben wir da einen Magneten reingetan und durch Schütteln ging dieser Magnet nicht raus. Durch langsames Rutschen lassen ging der Magnet aber raus. Das heißt, Wirbelströme können wir nur zum Bremsen verwenden, nicht zum Halten und zum Mitführen von irgendwas. Dagegen, diese Mitführung, die wir jetzt beobachtet haben, das ist eine magnetische Kraft und die kann man zum Mitführen verwenden. Ja? Also dafür brauchen wir eben auch eine magnetische Eisenstange, also eine Eisenstange eben, die ist ja magnetisch und wir brauchen die ferromagnetische Wirkung. Bei der Wirbelstrombremse dagegen brauchten wir kein ferromagnetisches Material, sondern die funktionierte ja mit irgendeinem leitenden Material, wie in so einer Alufolie. Im letzten Teil geht es nochmal um genau denselben Effekt, nämlich die Wechselwirkung zwischen so einer Eisenstange und der Spule. Nur, dass diesmal die Spule beweglich auf dem Wagen ist und die Eisenstange fest. Ich habe es trotzdem Magnetic Railgun genannt, obwohl natürlich bei solchen Magnetic Guns immer die Projektile, die Eisenstücke sind und die Spulen eher fest. Aber es kommt in diesem Experiment die starke Beschleunigung, die möglich ist, zum Ausdruck. Alles Weitere jetzt in diesem Schülerexperiment. Kannst du loslassen? Wir starten von ganz außen. Genau, von ganz außen starten. Super Idee. Hat es genügend Spiel hier mit den Kabeln? Warte mal, ich muss die Kabel. Ja, du machst die Bahn wieder kaputt. Ja, warte. Warte. Jetzt mache ich. Und ich werde langsam selber rangehen. Ganz genau. Ganz schön. Sehr gut. Gut gelungen. Geschwindigkeit losgehen. Gut gelungen. Das möchte ich nochmal sehen. So, Strom bitte aus. Sehr gut. Und genau richtig zentrieren. Fantastisch. Sollte doch schon selber